Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Royal, Größe 4x4 und wieder bin nur ich dabei leider. Aber das macht ja gar nichts. Erstmal sichere ich euch hier gerade, dass täglich Videos wiederkommen. Und das habe ich ja gesagt, wie gesagt. Und genauso will ich das auch machen. Deswegen setze ich mich jetzt hier schon um 20 nach 11 hin, recorde ein bisschen für euch und dann mal gucken. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das, wie diese kleine Runde hier ausgeht und dann kann ich auch schon direkt weiter aufnehmen. Also ich habe noch keinen Rekord auf dieser Map. Oh, das ist verwunderlich. Hä? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe die doch schon 10-mal gespielt oder so. Und ein Win muss da mindestens auch gut dabei gewesen sein, glaube ich. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall spielen wir hier einfach mal. Wollen uns natürlich erstmal am Anfang gehen, mit in welchem Team bin ich denn? Team Grün, das war irgendwie klar. Weil ich habe einfach keins ausgewählt. Und Team Grün ist dann immer das Einzige, was übrig bleibt. Weil da die ganzen Chiller drin sind, die einfach AFK sind. So wie der Spralunkel HD. Der sweet boy, Alter. Achso, er ist doch nicht AFK. Falls meine Stimme noch ein bisschen komisch klingt, liegt das daran, weil ich erst vor circa einer halben Stunde aufgestanden bin. Aber ich denke, es sollte nicht so schlimm sein. So, Essen und eine Scharpitzhacke. Das können wir hier alles mit Hotkeys lösen. Gar kein Problem. Gut, dann rennen wir jetzt einfach mal da vorne hin und ficken die Typen da in der Mitte, die sich anscheinend... Ah, okay, er rennt zu gelb. Ach, zu blau soll er machen. Da kriegt er meine volle Unterstützung bei. Oh mein Gott, look at these Combos. Oh, Alter. Da sind wir schon an der Seite vorbeigerannt und haben ihm trotzdem noch den letzten Schlag mitgegeben. Oh Gott, jetzt hat er das eine Gold eingesammelt. Das war doof. Das war sogar sehr, 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 sehr doof. Ach man, das kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, nee. Nee, 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 nee. Das ist immer so ein Gemetzel auf dieser Map hier. Ich mag das eigentlich nicht. Und mit... was wollte ich sagen hier? Wenn du Gold hast, kommst du gar nicht erst zurück, weil dann kommen die Nächsten und metzeln dich, ey. Richtig schwul. Richtig, richtig schwul. Oh, Gelb hat gleich die Macht, wenn wir die hier nicht mal ein bisschen kastrieren. Okay, ich habe wenigstens den gut equipten von Gelb gefickt. Okay, da waren noch zwei neue Gelbe. Unsere Typen chillen nur in der Base, aber alles klar. Vielleicht sollten wir natürlich auch erstmal unser Bett einbauen gehen. Was würdet ihr davon halten, Leute? Machen wir das doch einfach mal. Zack. Zuerst... Oh Gott. Bin einfach in so ein Wasserloch reingesackt. Zuerst machen wir natürlich hier das zu. Können wir die Kiste auch schon mal hier hinsetzen. So. Alter, das leckt irgendwie ein bisschen. Was ist da los? Internets. So kann das doch nicht weitergehen. Zack, dann holen wir uns Endstone über Endstone. Nämlich genau 11. Das ist ja eine riesige Summe. Die setzen wir dann hier vor. Hier kommen Kisten hin. Hier können auch nochmal Kisten hin. Dann kommen hier Endstone hin. Hier Endstone hin. So, jetzt brauche ich Kisten. 3 Kisten, das ist doch schon mal eine gute Anzahl. Ich brauche wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber 3 sind auch schon mal nicht schlecht. So, dann kommt nämlich hier... Achso, Moment. Ich kann ja hier noch eine Fuhre Kisten hinsetzen. Zack. Und dann direkt nochmal eine holen. Jetzt habe ich mir natürlich gerade meinen einzigen Eingang in diese wunderschöne Betthütte zerstört. Da komme ich nie wieder durch. So, jetzt brauche ich noch mehr Kiste.
Die kommt dann hier hin. Da macht man die Tür klugerweise zu. Und dann baut man da noch Kisten vor. Hier braucht man noch eine Kiste. Ja, das Bett ist nicht besonders stabil, aber in Ordnung. Da habe ich gerade gesehen, kommt ein blauer Boy. Und ein gelber Boy kommt da auch mit Bogen. Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Da brauche ich erstmal ein Schwert. Und zwar ganz schnell. Okay, den habe ich erwischt. Ich hoffe, man hat jetzt nicht zu sehr gehört, wie ich auf meiner Tastatur da rumgeboxt habe. Aber wir haben ihn, Leute. Den Putzfisch. Mit seinem sweeten Bow konnte der uns gar nichts. Da haben wir seinen Bow einfach gefickt. So, Lord Potato. Ein Herz hatte ich noch. Starke Leistung. Oh Gott. Lol, da war ein roter. Oh, nicht gecheckt. Naja, egal. Doesn't matter. Achso, ja, das ist hier bei uns. Spitzhacke und Stein. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas reißen können. Die Nachbarinseln mit Eisen werden von anderen Teams beherrscht. Ist nicht cool, was mein Team da so veranstaltet hat. Mit 2 Gold versuche ich hier wieder abzuhauen. Oh mein Gott. Das war so knapp, ey. Das Bett von Team Rot wurde zerstört. Das ist schon mal etwas. Dann können wir gleich vielleicht zu der Eiseninsel von denen. Liegen hier noch die 2 Gold? Nein. Nein. Hier liegen die 2 Gold. Nice. Dann habe ich jetzt einen Bow. Und ich werde mich dann jetzt wohl equippen. Ah, da kommt der erste gelbe Boy. Nicht mit mir, du Schwuchtel. Ohne jetzt beleidigend zu wirken. Wir haben 2 Bögen. Lol, nice. Ich equip mich gerade. Das Bett von Team Gelb wurde zerstört. Nice. Nice. Das ist eine coole Wendung, weil... so ist das Ganze ein bisschen einfacher. Wenn man sich nicht mehr auf das Top-Team konzentrieren muss. Unser Bett ist zugebaut. Ja, also erstmal ist alles chillig bei uns hier. Gelb muss irgendwann kommen. Ich hoffe, dann können wir die alle der Reihe nach schlachten. Hier, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Wie viel Gold liegt da? Erstmal sollte jeder von uns einen Bogen haben. Bevor ich mir ein Eisenschwert zulege, das ist eigentlich wichtiger. Deswegen packe ich das einfach mal hier rein. Davon kann ich mir jetzt hier immer noch ein normales Level 2er Schwert, genau, ein normales Level 2er Schwert, ein normales Level 2er Schwert kaufen. Dann brauche ich noch Lederrüstung. That's very important. Ja, die gibt auch einigermaßen viele Rüstungspunkte dazu tatsächlich. Da kommen sie. Die Säcke. War es das jetzt? Ne, der XXX-Waffelchen-X blablabla rennt hier einfach durch. Junge. Der hat aber ganz schön... okay, X-Waffelchen ist tot, den kriegen sie auch, das weiß ich. Ja, nice. Ich musste mich dabei opfern, aber den Angriff haben wir zumindest erfolgreich abgewehrt. Nur jetzt kommt noch der Lord Potato. Den habe ich nicht gekriegt, das ist doof gelaufen. Junge, der schreibt da einfach gut Jungs und dann kommt der einfach. Und der checkt wahrscheinlich einfach gar nicht. So, das ist der einzige von Team Gelb. Den müssen wir irgendwie holen. Leute, der ist da hinten. Nice, jetzt kriegen wir den, ich sag's euch. Nice. Schön. Nice. So, gut abgewehrt den Angriff, jetzt geht's weiter. Wir haben hier keine Zeit, uns auszuruhen, tatsächlich. Ab in die Mitte. Ich hoffe, da steht gerade kein Blauer, weil ich habe keine Equip. Ich will mir einfach nur Gold holen. 1, 2, 3, 4 und wieder weg.
Für den Bogen. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht oben rumkommen. Weil das ist auf dieser Map echt beliebt. Hier haben wir ein bisschen Eisen. So, jetzt mal gucken. Ach, gucke ich bei uns zu Hause. Ich möchte mir jetzt erstmal einen Bogen holen, um unsere Base zu verteidigen zu können. Ja, Tom, dann wäre Reden lernen noch eine coole Sache, die du mal angehen könntest. Like a Wolf wurde getötet. Das heißt, hier sind wahrscheinlich in der Mitte, weil er gerade in der Mitte war. Ich bin unglaublich scharfsinnig, ich weiß, Leute. So, wir holen uns auf keinen Fall hier so einen guten Bogen. Alle sollen sich einen Bogen holen. Dafür haben wir jetzt 4 Gold in der Kiste. Wir brauchen einfach mehrere Bögen. Gerade, das war echt schade, wir hätten die Gelben auch locker mit dem Bogen kaputt spammen können. Leider war ich der Einzige mit dem Bogen. Ach, nee, nicht der Einzige mit dem Bogen, aber der Einzige, der mit dem Bogen geschossen hat. Und deswegen hat das nicht so gut funktioniert mit dem Kaputt-Spam. Aber wir haben die Angriffe trotzdem gut abgewehrt. Das war gegen das beste equipped Team, also nice, Leute, nice. Falls ihr das Video sehen solltet, was ich nicht glaube. So, die kommen. Kommen die von oben? I really don't know. Das wird mich mal... Ah, hier. Ach, dann nicht. Okay. So. Von wo kommen die denn? Hi. Hä? Was war das denn für eine Attacke? Sie springt einfach runter, lol. Kann man machen. Aber gut, alle drei Blauen sind in ihrer Base. Ne, Moment, es gibt 4, ne? 1, 2, 3, 4. Alle 4 sind in ihrer Base. Gut. Keiner kommt von oben. Das heißt, wir können uns erstmal ausruhen. In the middle. Ich möchte nur gerne mir hier ein bisschen mehr Übersicht verschaffen, weil das ist echt schwer, die so hier immer runterzuschießen. Obwohl, ne, eigentlich geht das voll klar. So. Junge, wie sie einfach schon richtig aggro auf ihn einschlagen wollte. Ach, lol, ich dachte gerade, der Pilz wäre ihre Hose so. What the fuck, Torben? Du bist ja nicht besonders klug. Nice. So. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen Gold sammeln können. Das sieht ganz danach aus. Ganz chillimilli. Wir bauen jetzt erstmal hier dieses ganze Theater hier ab, ja. Das ist ja echt eklig. Hi. Kannst du bitte mal wieder gehen? Danke. Lass mich doch hier mal abbauen, ey. Where's your problem? Girl. So. Wir bauen das hier mal ab. Das steht mir nämlich immer in der Schussbahn. Ich kann hier gar nicht richtig treffen. Das ist nicht so cool, Leute. Ich mag das nicht. Deswegen baue ich das jetzt ab. So. So, die auch noch. Der Rest kann da oben bleiben. Jetzt noch das hier alles weg. Und dann haben wir das hier doch gut gemacht. Hey, was geht? Ja, ich habe eine bessere Position als du, du Sack. So. Kann er sich nicht irgendwo hochbauen, wo es praktischer ist und nicht direkt in meiner Schussbahn? Naja, egal. So. Upsala, das war mein Mikro, Leute. Das tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen, ich verspreche es. Leute, Alter, dieser Move, wenn man da oben dann noch an den Zaun drankommt. Da muss man aber genau im richtigen Moment loslassen. Irgendwie schaffe ich es nicht mehr. Was machen die denn jetzt? Bauen die sich jetzt da oben so eine Camperstellung irgendwie? Habe ich das richtig im Sinn? Das wäre nicht ganz so cool, aber man kann halt nicht alles haben, was man haben will. Wir haben immerhin Team Gelb destroyed und dann auch noch die Mitte hier gerade. Ich werde mich ja einfach dick equippen. Ich habe jetzt 17, das heißt, also, was will ich haben? Der beste Bogen, 13. Wobei der erstmal nicht so wichtig ist. Erstmal ist ein Eisenschwert wichtig, 5. Plus eine Enderperle. Das sind dann 18. Also, die Enderperle kostet 13 halt. Und plus das Eisenschwert sind das dann 13. 18. Dann ein Stärketrank, der kostet 7. Das sind 21 und dann hätte ich noch gerne den besten Bogen, der kostet dann auch nochmal 13, das sind dann 34 Gold, die ich brauche. 34 Gold, das ist heavy, aber es ist machbar. Ich habe bisher 22. Da sind Enderperle, Eisenschwert schon drin. Ja, ich glaube sogar, hä, das ist doch sogar schon Stärketrank mit drin, oder? Ne, ist noch gar nicht. Stärketrank kostet ja 7.
Und 7 plus 18 sind, wie jeder weiß, genau, wie weiß es wieder? 24. Nice, Tor. Ne, das war ja eine Lüge. 25 sind das. Nice. Ich bin echt ein Rechenprofi. What the fuck, Tor, Alter. Junge, was ist denn los mit dir? Als ob sich die da schon wieder... Als ob die den gerade fast getötet hat, ey. Das war richtig knapp. So. Ich habe schon 29, das geht echt schnell. Oh Mann, die bauen da voll so ein... Ich gehe lieber wieder in unsere Base kurz. Die baut sich da irgendwie oben so drüber, ne? Ich passe mal ein bisschen hier so auf. Ein bisschen passe ich auf. Da oben ist doch einer. Da. Oh mein Gott. Der hat den vollen Kippen von uns getötet. Oder hat er? Oder steht er da unten irgendwo? Lol, er hat seine Rettungsplattform benutzt. Nice. So lobe ich mir das. Wo sind die jetzt? Ich weiß es nicht. Hä? Lol, jetzt wurde ich auch noch so durch die Gegend gebackt hier. War der das? Rennt er jetzt wieder zurück? Oder ist ein anderer Spieler noch irgendwo unterwegs? Sternspieler, das war doch unser Voll-Equipter. Nice. Oh Mann. Am Ende wurde er doch gecatcht, ey. Und da ist schon wieder die olle Fotze. So nicht, Nelly. Und jetzt kommst du da an. Dich juckt es einfach nicht, dass du abgeschossen wirst, ey. Ah, jetzt campt die auch da oben drauf. Hi. Lol, das war richtig gut, Tom. Das war richtig lustig. Richtig nice. Der habe ich es mal gegeben. So, jetzt muss ich hier wieder kurz gehen. Die Nelly verteidigen. Die ist schon da, oder? Sieht das? Ja, das ist sie. Hi, Nelly. Na, was geht? Zack. Oh, pass auf, Boy, da oben ist noch eine. Bau die lieber runter, ganz locker. Ja, genau so, irgendwie. Da, sie hat sich zurückgezogen. Irgendwo dahin, keine Ahnung. Mach einfach mal alles platt hier, genau. Also, das war jetzt wirklich ernst gemeint. So, wenn die beiden jetzt hier sind, kann ich ja mal ganz schnell zurück nach Hause rennen, mir das Beste vom Besten kaufen und dann wieder zurückkommen, um die Mitte weiterhin zu halten, weil ich mache da, glaube ich, echt einen guten Job gerade. So, das heißt, beste Bow, beste Schwert, Stärketrank, Enderperle, Moment, wo ist sie? Da, Enderperle, dann noch eine beste Spitzhacke und eine Rettungsplattform, die echt wichtig ist. Eigentlich braucht man mehr als eine, aber eine... Oh, Tierfreundin wurde... Alter, da fickt jetzt einer. Haben wir die jetzt in der Klemme oder was? Wenn ich einmal kurz weggehe und dann haben wir sie, oder? Das sehe ich nicht ein. Es sieht ganz danach aus, ehrlich gesagt. Wir scheinen die jetzt... Oh, der Sternspieler ist tot. Oh. Nee, nur der hat die einmal gefickt, glaube ich. Ist einmal durchgegangen und hat alle ein bisschen... Hallöchen. So war das tatsächlich nicht geplant. Jetzt werde ich wieder zu unvorsichtig, das merke ich schon. So. Oh fuck, Alter. Okay, hier kann ich nicht arbeiten. Unter diesen Bedingungen. Da mache ich mir wieder schnell einen Abgang hier runter. Und campe lieber hier. Bis wir die rushen werden. Oh Junge, geht mir doch nicht auf den Sack da oben. Wo haben die denn so viel Equip her? Der kann ja gar nicht wahr sein. Da, Junge! Junge, da! Da oben. Da ist einer. Dumme. Ja, mach. Was macht der da? Warum zieht der andauernd die Angel ein? Aus und ein. Okay, die bauen sich hoch. Die wollen uns gerade ganz schön natzen.
Aber das ist kein Problem. Ich habe den Durchblick, Leute. Ich denke, die wollen hier rüber so kommen. Kann das? Ne, kann irgendwie nicht. Die kommen alle wieder von da. Okay. Außerdem haben wir noch einen voll equipment in der Ach du Kacke, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Ich bin tot. Wir wurden zerstört. Das hat diesem Spiel jetzt den Untergang gegeben, tatsächlich. Ja, Leute, das war's. Dieses Spiel ist damit jetzt gerade verloren. Wir haben keine Rücklagen gemacht. Außer halbbeste Eisensachen. Aber keine Goldrücklagen. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Meine Damen und Herren. In der Mitte sich gecatcht zu lassen, das ist echt doof. Sich catchen zu lassen, wollte ich sagen. Ist echt doof. Vielleicht kann ich irgendwie zu einer anderen Insel entkommen. For example, to Team Gelb. So, ich nutze jetzt mal die Ablenkung, die da in der Mitte herrscht gerade. Und renne einfach mal hier rüber. Achso, ich wollte ja erst noch den Goldspawner auschecken, natürlich. Ah, 6 Gold ist nicht die Welt. Kann ich mir einen Bogen von kaufen. Ist besser als nichts. Aber auch nicht so, dass ich mich drüber sehr freue. Wären das jetzt mehr, zum Beispiel 10 oder 11, da wäre ich doch schon glücklich. Aber ich habe eben einfach mal 45 oder so verschwendet. Und da ist dieser Betrag 6 ist da doch schon ziemlich lächerlich. Aber egal. Irgendwie merke ich gar nicht mehr, dass irgendwas abgeht. Haben wir die Mitte wieder? Weil da ist eben doch ein Typ von mir reingerannt. Warum rennt er denn zu mir auch? Das ist eine Logik, die ich wieder mal nicht nachvollziehen kann von diesem Spieler. Aber okay. Kann man ja mal machen, ne? Nicht wahr? Ah, jetzt kommen die Ficker wieder an, ey. Geht mir aus dem Weg, Junge. Ah, das kann ja wohl nicht wahr sein, Leute. Ach nein, das ist so nervig, ey. Oh Gott, ja, jetzt werden wir gefickt hier. Oh, er destroyed noch. Oh Mann, das ist so nervig, das ist so nervig. Boah. Was haben die? Die haben es richtig gemacht. Die haben sich immer was in der Kiste zurückgelegt, um dann zu ficken. Aber vielleicht können die es noch schaffen. Der Sternspieler, der ist echt gut. Das ist der Einzige, der tatsächlich was drauf hat. So, jetzt ist er da. Ich kann nicht beobachten. Er muss die Sachen aus der Kiste nehmen, Boy. Da sind sau viele Sachen in der Kiste. Ist das doofe. Wo ist denn der andere Grüne? Oh, er ist tot einfach. Er ist einfach tot, ey. Ja, bau zu. Nice, jetzt hast du kurzzeitig Ruhe, aber nicht lange, weil die kommen da. Da kommt einer direkt hinter dir. Und das war's. Oder? Alter, den hat er noch gekriegt, ey. Oh, jetzt kommt der dicke Vollequipte. Krieg hier noch das Bett, Digga. Der Captain Tiger ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Boah, Junge, jetzt wird's spannend. Okay, er hat das Bett, Leute. Ja, er hat verloren. GG. Sternspieler ist ziemlich nice gewesen. Ja, keine Ahnung. Es sind halt Fehler passiert in dieser Runde, die hätten nicht passieren müssen und auch nicht passieren dürfen, sonst hätten wir die hier gewonnen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Freut euch einfach, dass wieder täglich Videos kommen jetzt und abonniert, um halt nichts mehr zu verpassen. Also, es geht jetzt weiter jeden Tag um 14 Uhr, wie gewohnt. Könnt ihr einfach direkt auf unseren Kanal kommen. Um 14 Uhr täglich wird ein Video hochgeladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.